Abgeordnete Ulrike Königsberger, Ludwig. Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und geschätzte Kollegen, geschätzte Zuseherinnen und Zuseher. Rund 2,5 Milliarden Euro wendet der Bund für Pflegegeldbezieherinnen und Pflegegeldbezieher aus. Rund 5% aller Menschen in Österreich erhalten Pflegegeld in Österreich. Und Frau Kollegin Belakovic-Jenewein, das Pflegegeld wurde im Jahr 2009 erhöht, im Jahr 2011 erhöht und im Jahr 2016 erhöht. Ich weiß schon, es kann immer noch ein bisschen mehr sein, aber ich möchte auch dazu sagen, dass sich die Bundesregierung die Verantwortung für pflegebedürftige Menschen sehr wohl aus meiner Sicht sehr gut wahrnimmt. Zum anderen gibt es für Pflege der Angehörigen, und das wissen Sie genauso gut, Frau Kollegin, den Unterstützungsfonds. Es gibt für pflegende Angehörige die Übernahme der Krankenversicherung und der Pensionsversicherung. Ich denke mir, auch in diesem Bereich hat die Bundesregierung die Verantwortung wahrgenommen, weil wir wissen, dass das für pflegende Angehörige nicht immer einfach ist und weil es uns allen gemeinsam, da bin ich auch überzeugt davon, ein Anliegen ist, bestmögliche Pflege anzubieten, aber auch die pflegenden Angehörigen bestmöglich zu unterstützen. Ich bin wirklich davon überzeugt und möchte das einfach zu Beginn auch klarstellen, weil immer so getan wird, es gibt in Österreich einen Pflegenotstand oder es wird in Österreich zu wenig getan dafür. Über 2,5 Milliarden Euro wird dafür aufgewendet. Zusätzlich, und das beschließen wir jetzt in diesem Block, in diesem Tagesordnungsblock, wird es in den nächsten Jahren für die Länder, für die Wahrnehmung der Aufgaben in den Ländern rund 1,9 Milliarden Euro in den Pflegefonds geben. Auch in den vergangenen Jahren wurden 1,3 Milliarden Euro in den Pflegefonds hineindotiert, damit die Länder ihre Aufgabe wahrnehmen können, qualitätsvolle Pflege anzubieten, unterschiedliche Pflege anzubieten, bedarfs- und bedürfnisorientierte Pflege anzubieten für die Menschen und auch die Pflegeangebote auszubauen. Und auch das ist mir ganz wichtig zu sagen, wir haben auch bei diesem Pflegefonds darauf geachtet, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegeheimen, in den Einrichtungen gute Arbeitsbedingungen vorfinden, indem man auch garantiert, dass Angehörige des gehobenen Dienstes zumindest am Tag anwesend sein müssen und auch in der Nacht anwesend sein müssen. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag für die Qualität in der Pflege und auch für die Pflegerinnen und Pfleger, weil es auch für sie wichtig ist, dass sie wissen, dass sie gut Dienst machen können. Ich denke mir, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, der hier von Bundesminister Stöger auch im Finanzausgleich sehr erfolgreich ausverhandelt wurde. Zusätzlich, und das freut mich ganz besonders, wird es jetzt auch Mittel für den Ausbau für Hospiz- und Palliativbetreuung geben. Es wird in den nächsten Jahren 18 Millionen Euro geben vom Bund. Eine ganz, ganz wichtige Maßnahme, die wir gemeinsam in der Enquete für die Würde des Menschen am Ende des Lebens erarbeitet haben. Und ich möchte mich da bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben. Und auch den zwei Damen, die oben sitzen, die Liesl Bittermann und die Frau Klasnik, die sich da in den Dienst der guten Sache gestellt haben, dass wir auch die Palliativbetreuung und Hospizbetreuung auch wirklich flächendeckend umsetzen können. Euch beiden, Ihnen beiden herzliches Dankeschön. Zusätzlich wird es auch Gelder für die 24-Stunden-Betreuung geben, eine Betreuungsform, die in Österreich sehr vielfältig angenommen wird. Rund 25.000 Förderfälle, unter Anführungszeichen, gibt es für die 24-Stunden-Betreuung. Und auch da wissen wir, dass man darüber diskutieren muss, ob es ein gutes Modell ist. Es ist momentan das Modell, das viele Menschen wählen und das viele Menschen in ihrer Betreuungssituation und Pflegesituation wirklich gut unterstützt. Ich bin überzeugt davon, ein gutes Paket, das wir mit diesen Punkten beschließen werden. Ich muss oder darf auch noch einen Abänderungsantrag einbringen, der Abgeordneten Muchic und Wöginger, Kolleginnen und Kollegen, zum Bericht des Sozialausschusses 1448 der Beilagen über die Regierungsvorlage 1331 der Beilagen betreffend dem Bundesgesetz mit dem Pflegefondsgesetz geändert wird. Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen. Der eingangs bezeichnete Gesetzesentwurf wird wie folgt geändert. Erstens, Paragraph 5 Absatz 2 lautet, die Länder haben die ihr Bundesland betreffenden und für die Erstellung der Pflegedienstleistungsstatistiken erforderlichen Daten des Landes, der Gemeinden, ausgegliederter Rechtsträger und sonstige Institutionen und Unternehmen sowie Vereine, die Pflegedienstleistungen erbringen, Klammer Leistungsbringer, jährlich ab dem Berichtsjahr 2011 bis spätestens 30. September des Folgejahres erstmals bis 30. September 2012 der Pflegedienstleistungsdatenbank über eine von der Bundesanstalt Statistik Österreich hierfür eingerichtete Online-Applikation auf elektronischen Wege unentgeltlich zu übermitteln. Zweitens, in § 7 Absatz 6 Ziffer 1 wird die Wortfolge 1. September durch die Wortfolge 30. September ersetzt. Drittens, in § 7 Absatz 7 Ziffer 1
wird die Wortfolge 1. September durch die Wortfolge 30. September ersetzt. Viertens, § 11 Absatz 2 lautet: Der Titel sowie § 1 Absatz 1, zweiter und dritter Satz und Absatz 2 Ziffer 1 § 1a samt Überschrift § 2 samt Überschrift § 2a samt Überschrift § 3 Absatz 1 Ziffer 6 und 7 Absatz 3 und Absatz 11 § 3. 3a samt Überschrift, § 4 samt Überschrift, § 5 Absatz 1 zweiter Satz, Absatz 4 erster Satz und Absatz 6 erster Satz, § 6 Absatz 3, § 7 Absatz 1 bis 3 und Absatz 5 bis 7, § 9 samt Überschrift, § 10 samt Überschrift sowie die Anlagen 1 und 2 in der Fassung des Bundesgesetzes, Bundesgesetzplatz 1, treten mit 1. Januar 2017 in Kraft. Diesen Abänderungsantrag möchte ich noch einbringen. Und abschließend möchte ich noch daran erinnern, dass es leider nicht gelungen ist, im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen den Inklusionsfonds für Menschen mit Behinderungen für die persönliche Assistenz zu dotieren. Und ich würde uns alle noch ersuchen, dass es uns vielleicht gelingt, in zweiter Lesung einen Entschließungsantrag nämlich einzubringen. Es gibt 300 Millionen Euro für den Titel Pflege, Soziales und Gesundheit. Und aus diesem Titel könnte man auch die persönliche Assistenz in den Ländern vielleicht finanzieren. Und es wäre ein großes Mittel der Bewusstseinsbildung an die Länder, die persönliche Assistenz auch wirklich in allen Ländern umzusetzen. Dankeschön. 2,5 Milliarden Euro weist der Bund für Pflegebedürftige jährlich auf. Die FPÖ-Kritik, es werde zu wenig getan oder es gäbe gar einen Pflegenotstand, ist für Königsberger Ludwig nicht nachvollziehbar.